Ja, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von DJ Atomic. Heute mal wieder ein PA-Technik-Video und da geht es wieder um die Schalldruckmessung. Und diesmal habe ich euch schon mal die angekündigten Mori 5 Go 2 Säulensysteme mitgebracht. Und wie da die Messergebnisse aussehen und mein Fazit, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, beginnen möchte ich mit zwei Mori 5 Go Säulensystemen jetzt mal bei 5 Metern und da schauen wir mal, was da für ein Dampf jetzt rauskommt. Hier mal zwei Mori 5 Go Säulensysteme und 10 Meter. Jetzt die 15 Meter mit den zwei Mori 5 Go Säulensystemen. Hier haben wir jetzt die 20 Meter mit den zwei Mori 5 Go Säulensystemen. Mal schauen, was dabei rauskommt. Wir können mal wieder da hinten hin. Ja, wie fällt mein Fazit jetzt aus? Also erstmal äußerst positiv, kann ich sagen. Ich möchte mich da anschließen an mein Fazit, was ich zu einem solchen System gesagt habe. Ich packe euch mal den Link unten in die Beschreibung rein, damit ihr da mal nachgucken könnt. Und ansonsten, sage ich mal, war es so, dass ich wirklich beeindruckt war, was aus diesen beiden Akkubüchsen da rausgekommen ist. Erstmal klanglich, aber auch von der Lautstärke her. Wenn die einen Peak von 100 dB erreichen, wenn auch nur auf 5 Meter, das ist schon was, ne? Und da kann man auch wirklich jetzt mal eine kleine Feier ohne Strom oder sonst irgendwas mal so für ein Stündchen kann man da mal richtig Gas geben, ne? Dann Akku vom Laptop oder vom iPad oder so und dann die Dinger eine Stunde laufen lassen, das wird also recht gut funktionieren. Also die Lautstärke, die Dinger können, das passt, ne? Also was man noch sagen kann, die sehen natürlich auch
auch wirklich sehr, sehr gut aus vom Design her. Und wie gesagt, auch so das Fazit äußerst, äußerst positiv. Könnte da jetzt wenig Negatives drüber sagen. Und von daher, sage ich mal, bin ich rundum zufrieden mit den Messergebnissen, aber auch mit dem Klang. Ja, wenn ihr zukünftig keine weiteren Technikvideos oder auch Partyvideos verpassen wollt, macht doch einfach ein Abo. Wenn euch das Video gefallen hat, macht ein Like. Würde mich sehr freuen. Und ja, die nächsten Videos kommen bestimmt. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und möchte abschließend mich noch bei meinem Freund Guido bedanken, der mir hier wieder die Riesenhalle zur Verfügung gestellt hat für die Messungen, weil das ist ja auch immer so ein Akt, wo macht man so eine Sache, ne? Und da bin ich froh, dass ich hier die Möglichkeit habe. Also nochmal, Guido, lieber Dank von mir und für euch sage ich mal, bis zum nächsten Video, euer DJ Atomic.